Google gerade mal 3% und Apple nur 1% Steuern, also fast nichts. Sie sparten Milliarden. Ein Unternehmen soll nicht mit Steuern belastet werden, das seinen Gewinn produktiv verwendet. Wenn aber Unternehmen ihre Gewinne einfach ins Ausland buchen und dann überhaupt keine Steuern darauf bezahlen, dann ist das Ganze aber völlig absurd. Wohin geht denn dann das vermiedene Steuergeld? Das vermiedene Steuergeld wurde verwendet, um Gehälter des Spitzenpersonals zu stärken. Es wurde verwendet, um Dividenden auszuschütten. Es wurde verwendet, um den Wert des Unternehmens an der Börse zu erhöhen. Steuervermeidung heißt, wenn es von Konzernen betrieben wird, Umverteilung von unten nach oben. Die Profiteure sind die Investoren und sind die Vorstände, das Management eines Konzerns. Die Leidtragenden sind in aller Regel Konsumentinnen, Steuerzahlerinnen, Bürgerinnen und Arbeitnehmer. Aber wie machen die Konzerne das? Beispiel Lizenzen. Konzerne wie Starbucks, IKEA oder Apple haben Tochterunternehmen zum Beispiel in den Niederlanden und übertragen ihnen die Rechte am eigenen Markennamen. Für jeden verkauften Kaffee, jedes Regal oder jeden iPod, den das Unternehmen nun in Deutschland unter dem Markennamen verkauft, muss es Gebühren an die Tochter in den Niederlanden bezahlen. Das Ergebnis? In Deutschland schrumpft der Gewinn und es müssen weniger oder gar keine Steuern mehr bezahlt werden. In den Niederlanden sind aber die Einnahmen aus diesen Lizenzgebühren quasi steuerfrei. Der Gesamtkonzern kann sich die zusätzlichen Einnahmen einverleiben. Das ist eigentlich eine Form von Räuberei. Denn wenn man hier die Kundinnen und Kunden nutzt, um Gewinne zu erzielen, dann muss man auch hier Steuern bezahlen. Ganz ähnlich wie mit Lizenzen läuft das mit Zinsen. Ein Konzern in Deutschland gründet Tochtergesellschaften in den Niederlanden oder Irland. Dann leiht er sich von diesen Tochtergesellschaften Geld. Dafür zahlt er Zinsen an seine eigenen Töchter in den Steueroasen zurück. Das schmälert hier den Gewinn und damit das Steueraufkommen. Der Effekt? Geld, das eigentlich der Staat bekommen sollte, kassiert der Konzern. Markus Mainzer vom Netzwerk Steuergerechtigkeit kennt noch ganz andere Steuertricks. Denn Mutter- und Tochterunternehmen handeln auch munter miteinander und rechnen Waren und Dienstleistungen in unvorstellbarer Höhe ab. Das belegen auch Untersuchungen der OECD. Also ungefähr 10 Billionen US-Dollar jährlich werden konzernintern an Transaktionen abgerechnet. Das ist ein gigantisches Potenzial für Missbrauch. Ein Mutterkonzern in Deutschland. Der zahlt zum Beispiel seinem Tochterunternehmen in Fernost 1000 Euro für einen Kugelschreiber oder Plastikeimer. 1000 Euro für einen Eimer? Fantasiepreise. Auf dem Papier. Mit diesen Rechentricks wandern die Gewinne in die Steueroase. Und der Konzern spart wieder extrem viel Geld. Der größte Teil des Welthandels, der größte Teil der Waren, die weltweit verkauft werden, wird zwischen Konzernteilen verkauft und nicht zwischen Konzernen und Konsumenten. Innerhalb des eigenen Konzerns? Innerhalb des gleichen Konzerns, genau, desselben Konzerns, ganz richtig. Unternehmen sparen Steuern, um besser zu wirtschaften. Dabei nutzen sie jeden Spielraum, den die Steuergesetze bieten. Und weil Unternehmen in einer globalisierten Welt wirtschaften, können sie Staaten gegeneinander ausspielen. Erst recht, wenn die Länder sich so uneinig sind wie in der EU. Die europäischen Staaten blockieren sich bei der Steuer gegenseitig, weil sie auf eigene Vorteile nicht verzichten wollen. Solange wir in Europa einen Flickenteppich von Unternehmenssteuern haben, wird immer passieren, dass die Gewinne vorzugsweise dort landen, wo die Steuern am niedrigsten sind. Und daran ändert die Politik selbst dann nichts, wenn sich eine Möglichkeit dazu bietet. Beispiel Irland. Steueroase mit einem der niedrigsten Unternehmenssteuersätze in der EU. Fast alle großen US-Konzerne haben hier ihren Europasitz. Irland hat lange Zeit natürlich eine Steuerpolitik betrieben und zu erkennen gegeben, kommt zu uns als Investoren. Bei uns werdet ihr in Anführungszeichen besser, günstiger behandelt als zum Beispiel in Deutschland. Wir gewähren bestimmten unternehmensrechtlichen Konstruktionen auch bestimmte Privilegien. Rückblick Ende 2010. Irische Banken stehen am Rande der Insolvenz. Die EU-Länder sind alarmiert. Es geht um Milliarden.
Man verhandelt Tag und Nacht. Hilfskredite müssen her. Dringend. Bis heute werden 45 Milliarden Euro genehmigt. Zwei Jahre später, Thanksgiving. Die amerikanische Handelskammer bedankt sich mit einem Festmahl für die lukrativen Geschäfte in der Steueroase und im Niedrigsteuerland Irland. Im Gegenzug stellt der irische Finanzminister etwas Entscheidendes klar. Liebe Gäste, wir sind ein freundliches Land für Investoren. Und ein Schlüsselelement unserer Freundlichkeit ist der Steuersatz von 12,5%. Ich kann Ihnen versichern, dass er absolut nicht verhandelbar ist. Das Verständnis, einerseits europäische Rettungsgelder anzunehmen und andererseits mit so niedrigen Steuersätzen weiterzumachen und damit uns dann Geld abzuzeugen, ist ein Verständnis von Solidarität als Sackgasse. Hätte man nicht diese Hilfsgelder auch an Forderungen knüpfen müssen? Naja, man hat es damals versucht. Das Problem ist nur das Folgende. In den europäischen Verträgen steht, die Steuersysteme sind Angelegenheiten der Mitgliedstaaten. Und steuerliche Regelungen brauchen übrigens eine einstimmige Entscheidung. Und dann gibt es eine Reihe von Mitgliedsländern, die sagen, wir möchten nicht alles nur in Brüssel haben. Und das ist der Grund, warum einem manchmal die Hände gebunden sind, obwohl man sich auch wünschen könnte, naja, wir haben es oft genug gesagt, wir können das schon eure Körperschaftssteuersätze auch ein bisschen anheben. Statt die Steuersätze anzuheben und damit Schlupflöcher zu schließen, machten die Staaten genau das Gegenteil. Um Unternehmen in ihr Land zu locken, lieferten sie sich einen knallharten Steuersenkungswettbewerb. Zwischen 2000 und 2010 senkten fast alle europäischen Staaten immer weiter ihre Unternehmenssteuern. Italien von über 40 auf 31,4%, Deutschland auf 29,8%, Großbritannien auf 28%, Portugal auf 26,5%, Griechenland auf 24%, Polen auf 19% und Irland auf 12,5%. Ich würde das Dumping, das die Staaten sich da untereinander leisten, als ruinösen Wettbewerb bezeichnen. Weil an diesem Steuerdumping verdienen am Ende Unternehmen, denen es gut geht. Und die Zeche dafür zahlen kleine Leute, denen es dann immer schlechter geht. Das wird Europa auf Dauer zerstören. Deshalb ist der Kampf gegen dieses Steuerdumping ein Stück zur Rettung der europäischen Identität. Wenn die Länder diesen Wettlauf um die niedrigste Besteuerung fortsetzen, wird das in einer fatalen Abwärtsspirale enden. So kann man vielleicht internationale Firmen anlocken, aber man hat nichts mehr davon. In Deutschland senkte zuerst Finanzminister Hans Eichel den Unternehmenssteuersatz von über 50% auf zunächst 40%. Sein Nachfolger Peer Steinbrück dann auf unter 30%. Steuerverluste dadurch etwa 37 Milliarden Euro pro Jahr. Jetzt wundert man sich natürlich, dass gerade SPD-Finanzminister wie Herr Eichel und Sie die Unternehmenssteuern so gesenkt haben. Naja, das war damals Ausdruck, wie ich gesagt habe, dass die Unternehmensbesteuerung in Deutschland bis Anfang des ersten Jahrzehnts im europäischen Vergleich im letzten Viertel gelegen hat. Und dass damit jedenfalls ein Anreiz bestand, Deutschland als Investor zu verlassen und in ein Land zu gehen, wo die Unternehmensbesteuerung sehr viel günstiger ist. Das Kapital ist kein scheues Reh. Dass man mal streng anschaut und husch husch ist es davon. Die gleichen Leute, die ohne jede Hemmung und woanders hingehen, wo sie Profite machen können, wissen auch sehr genau, dass sie ihre Profite nur dort machen können, wo es eine blühende Wirtschaft gibt. Wenn man einen angemessenen Unternehmenssteuersatz hat, werden die Unternehmen immer noch kommen und investieren.
Erst recht, wenn es einen großen Markt gibt und Menschen ihre Waren kaufen. Die Furcht, dass man Unternehmen vergrault, wenn der Steuersatz zu hoch ist, ist völlig übersteigert. Das sind einfach Horrorgeschichten ohne Substanz. Auch Dolce & Gabbana sind nicht aus Italien weggezogen. Heute ist der entscheidende Prozesstag. Seit 6 Jahren geht es nun um den Fall des Modeunternehmens. Seitdem kämpft Staatsanwältin Laura Pedio um eine Verurteilung. Der ursprüngliche Vorwurf? Die beiden Modemacher sollen hunderte Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Mit einer Scheinfirma, Gado in Luxemburg. Heute soll das Urteil gefällt werden. Aufgrund von Besonderheiten im italienischen Justizsystem ist allerdings ein Teil der Anklage verjährt und kann jetzt nicht mehr juristisch verfolgt werden. Denn seit die Tat begangen wurde, ist einfach zu viel Zeit verstrichen. Und dann das Urteil. Luce Domenico, Gabbana Stefano Silvia, Padelli Luciano, alla pena di annuncio, misioti di reclusione, Giuseppe Emanuele Cristiano. Schuldig in den verbliebenen Anklagepunkten. 20 Monate Haft auf Bewährung. Ob es aber dabei bleibt, wird die Zukunft weisen, denn die Modemacher gehen in Berufung. Nach ihrer Ansicht haben sie sich nichts zu Schulden kommen lassen. Man habe nur ganz legal Steuern vermieden, wie alle anderen Unternehmen eben auch. Auch die Deutschen? Auch sie handeln in einer globalisierten Welt. Auch sie zahlen ihre Steuern in vielen Ländern zu unterschiedlichen Steuersätzen. Aber wie viel zahlen sie und wo? Und vermeiden sie auch Steuern? Lorenz Jarras forscht seit Jahrzehnten dazu. Eine Detektivarbeit, weil immer mehr verschleiert wird. Verschleiert wird vor allem, in welchem Land die Konzerne was verdienen. Warum ist das problematisch? Es ist deshalb problematisch, weil man damit überhaupt keine Informationen hat über tatsächlich umgesetzte Steuervermeidungsstrategien. Denn man hat ja nur weltweite Zahlen für die Konzerne. Jarras hat aber trotzdem einige Dinge herausfinden können. Für unseren Film hat er zum ersten Mal ermittelt, wie viel Steuern die großen deutschen Unternehmen zwischen 2010 und 2012 wirklich bezahlt haben. Und das erstaunliche Ergebnis? Trotz des stark gesenkten Unternehmenssteuersatzes zahlen einige Konzerne viel weniger als erwartet. Statt wie in Deutschland üblich 29,5% Unternehmenssteuern bezahlte Siemens weltweit 22%, BASF 20%, die Deutsche Post 19%, VW 18% und E.ON 15%. Warum? Jetzt wird häufig argumentiert, die Steuerquoten seien deshalb sehr viel niedriger, weil in den großen anderen Industrieländern die nominalen Steuersätze so sehr viel niedriger sind. Das stimmt aber gar nicht. Zum Beispiel in den USA und in Frankreich sind die nominalen Steuersätze sehr viel höher. Und in einer ganzen Reihe von anderen Ländern liegen sie etwa beim deutschen Steuersatz von 30%. Woran liegt es denn da? Es besteht die starke Vermutung, dass diese zum Teil extrem niedrigen Steuersätze das Ergebnis von systematischer Nutzung von Steuersparmodellen ist. Die Unternehmen bestreiten das. Auf unsere Anfragen antwortet Siemens, die niedrigen Steuersätze stünden mit Steuervermeidung in keinem Zusammenhang. VW schreibt, man betreibe keinerlei künstliche Gestaltungen, um die Steuerlast zu vermindern. Die Deutsche Post unterhalte ihre ausländischen Töchter nicht für Steueroptimierungszwecke. Und E.ON erfülle alle bestehenden Steuerpflichten. Bei BASF ist man so ehrlich mitzuteilen, man halte es für angemessen im Sinne unserer Aktionäre, die Steuerlast im jeweiligen Land zu senken. Keine Steuervermeidung? Seltsam, denn die 30 größten deutschen Aktiengesellschaften haben sehr viele ihrer Töchter nicht in den Industrienationen, sondern in Steueroasen. Vor allem in Delaware, in den USA, in den Niederlanden, in Luxemburg, in der Schweiz und auf den Cayman-Inseln. Insgesamt fast 2500 Tochterunternehmen. Und auch die von uns untersuchten Konzerne sind in Steueroasen gut vertreten. Siemens hat hier 46 Töchter, BASF 40, die Deutsche Post 70, VW 97 und E.ON 81.
Unternehmen.